Hallo und willkommen zurück zu Planet Zoo. Wir arbeiten immer noch an unserem nächsten Stern. Mindestens 7 Tierarten in Gehegen. Wir haben 5. So. So, mal kurz ein Bären verbaschern. So, hier unten haben wir jetzt unsere Bisons. Achso, ja, die brauchen noch, da muss ich noch ein bisschen was erforschen bei denen. Wir schauen mal hier oben aus, bei den Wölfen. Schaut ganz gut aus. Ja, ich würde sagen, schaut ganz gut aus. So. Dann schauen wir mal, Tierhandel. So, was können wir jetzt noch schnell fürs Bison was kaufen? Was haben denn die schon? So ein Ball oder so haben die, glaube ich, schon, ne? Jetzt sind sie da, Hippie. Gut. So, also. Hier brauchen wir Werkstatt da oben. Handelszentrum. Werkstatt. Ja, einer da. Ja, noch eine Werkstatt. So, die brasilianische Wanderspinne. Ja.
Super gehört. So, was sind das nochmal schnell? Ich glaube, das sind zu viele, ne? Gruppengröße ist zu groß. So. Muss man das jedes Mal neu machen? Ah, so geht das, okay. Ja, ich weiß noch nicht, warum der Tierpfleger das nicht putzt. Wo ist das Problem? Der rennt überall hin und er tut was so, oder? Ah, jetzt. So, ist jetzt mit der sozialen Gruppe zufrieden. Ihr auch. Und ihr auch. Gut. Ach, die Wölfe haben sich wieder mal in die Haare gekriegt. Ist auch gut, oder auch nicht? So. So. Und jetzt werden wir dann sicher das gleiche Problem jetzt hier bei den Pfauen haben. Aha, noch ist ihnen die Gruppe okay. Aber knapp. Aber gut, egal.
noch passt, also werden wir uns da jetzt nicht drum kümmern. Bei euch passt's auch. So, eigentlich würde ich jetzt endlich gehen. Was ist denn jetzt schon wieder so? Aha. Ja, das wissen wir. Das sind die Wölfe, die sich dauernd in die Haare kriegen. So. Das wollte ich jetzt eigentlich. Also das amerikanische Bison können wir mit nichts zusammen tun. Das hat nicht so. Was ist jetzt schon wieder? Was ist das Problem? Achso, das sind dann wieder die, der... Ach Gott, wieder nicht richtig putzt da hinten. So, Pfauen haben wir genug. Grizzlybär haben wir auch schon. Ja, nehmen wir halt die Affen, ne? Das nächste. Du kommst eigentlich nicht dazu, da jetzt wirklich großartig irgendwas zu tun, weil dauernd irgendwas anders ist. Ja gut, dann haut euch heute die Schildern rein. Reicht. So, die Affen gefallen mir nicht. Die sind alle nicht so gut beieinander. Dann sind nur mehr zwei. Da habe ich auch nur zwei Weibchen. Wie schauen wir mit den Krokodilen aus? Ja. Nehmen wir die Krokodile. So, nehmen wir mal sie und... Und eben. So. Das heißt, euch beide... Euch beide schieben wir mal in die... in die Quarantäne. So. Gut, dann schauen wir mal. Zoopedia. Wie heißt unser Krokodil? Leistenkrokodil. Leistenkrokodil. So. Viel Wasser, ne? Grenzanforderung Grad 2. Also theoretisch würde ein Maschendraht reichen. Oder Wellblech. Holz ist sogar noch stabiler, als sie es eigentlich brauchen. Nehmen wir aber trotzdem jetzt Holz. So.
Die können eigentlich nicht wirklich klettern, aber ist ja wurscht, wir machen das halt so, das so ein bisschen. So, Wege. Hier. Na, jetzt wird es eigentlich nicht wegklicken. So ist 6 Meter. So, das heißt, wir werden die hier alle aus Glas machen, dass man da schön reinschauen kann. Dann da suchen wir jetzt das Leistenkrokodil. Ah ja, wir brauchen noch einen Eingang, gell? So, die wollen sicher eher warm haben. Machen wir da so ein Dings. So, wir brauchen einen Gehegeeingang. Mitarbeiterweg. So, Einrichtungen. Einmal die Pflegehütte. Ein Mitarbeiterraum. So, was ist denn? Grizzlybär. Gut, kann das sein, dass der jetzt schon erwachsen ist? Der Arne. Ja. Also, zu.
gerade schon älter, ne? Ja, der Student. Freilassen. So, jetzt ist einmal hier wieder Ruhe. Ach Gott, die sind krank. Inkubation Tularemie. So, seid ihr da eigentlich? Und Futter für alle. Hoppla, das will ich. Blauer Pfau. Dann halt noch eine Futterschüssel. Sind eigentlich eh schon zwei. Mit der sozialen Gruppe sind sie an und für sich nur zufrieden. So. Was wir hier mit Sicherheit brauchen werden, ist die Wasseraufbereitung. Das ist verkehrt rum, oder? So rumkehrt's. So, aber das wollte ich jetzt gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Was wird denn eigentlich? Die Wasseraufbereitung. So. Oh ja, na genau das wollte ich. So wollte ich das haben. Was soll denn der Schaß herrscht? Oh weh.
Das ist auch ein Käse, da rennt der Weg da direkt durch. Es ist auch super, dass der Baum da mitten durchs Ding ist, alles wurscht. So, Strom brauchen die jetzt auch noch. So. Design, das ist alles Design. Nehmen wir Gehege. So, ich würde jetzt dann schon langsam gern mal meine Krokus da einsetzen. Was brauchen wir dann noch? Das können wir dann später machen. Nein, das muss schon da irgendwo sein. So. So, pass auf, jetzt stellen wir zu, warte mal, Mitarbeiter. Das und das. Und das wird der Kroko-Arbeitsbereich. So, und dann brauchen wir Anzugpfleger. Antierpfleger. Wollte ich nicht eingestellt machen. Techniker. So.
So, sind sie schon da, nein, ne? So. Gras lang. So, damit sind sie happy, sehr schön. Welches Gehege ist es? Ich verstehe das nicht. Oh, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Es geht mir einfach nicht ein. Setzen ist recht, aber du switcht um auf das Krokodil. Ich glaube, wir werden da definitiv noch einen Tierarzt irgendwo brauchen. Mal da unten eigentlich einen. Nein, wenn wir dann noch eine Tierarztpraxis hinmachen, auf jeden Fall. Hoppla, nicht die Handel hat jetzt gar nicht Mitarbeiter. Ja. Leo Monoscopo di Sei Salvatore.
Okay, wir haben zumindest einmal ein Gehege wieder fertig. Dafür werden uns jetzt wahrscheinlich die ganzen anderen Tiere sterben. Wie es weitergeht, seht ihr das nächste Mal.